So, Leute, willkommen zurück zu Quinns Nuzlocke-Abenteuer im Pokémon Y. Oh yeah, das letzte Mal haben wir Lumina City erreicht und damit also jetzt wieder, ja, quasi 5 Eier als Encounter frei. Das werde ich auch in diesem Part noch machen, aber wir machen erstmal diese ganze Sache da mit dem Labor. Und ja, bevor ich das mache, tatsächlich möchte ich noch eine andere Sache machen. Ich suche den Friseur, denn ich möchte mir mal schon mal die Haare schwarz färben. Es ist zwar nicht lila, aber es ist näher an... Naja, es ist näher dran an Quinns Haarfarbe als das Blond, was wir aktuell tragen. Nur, wo ist der Friseur? Die große Frage der Fragen. Ist das der Friseursalon? Nee, das ist das Restaurant. Ist ja fast das gleiche quasi. Das ist ein Café. Ja, ich will jetzt auch nicht zu lange rumlaufen hier quasi und nach dem Friseursalon suchen. Ich dachte eigentlich, der wäre hier gewesen. Aber, ja, okay. Okay, ja, ich weiß. Stromausfall und so weiter. Dann halt nicht, Leute. Dann müssen wir das ein anderen Mal machen. Wo ist der verdammte Friseursalon? Ich hätte schwören können, dass der hier war. Aber okay. Dann gehen wir zum Professor. In welchem Pokémon startet der? Das ist jetzt die wichtigste Frage, die ich mir hier mal beantworten muss. Ich glaube, Glumanda. Rein vom Pokédex würde... natürlich dieser Samen Sinn ergeben, aber wir schauen einfach mal. Ich denke, den sollten wir schlagen. Ich hoffe nur, ich habe es richtig im Kopf und er ist Level 10 mit seinen Pokémon, nicht Level 15 irgendwie. Also es ist entweder 10 oder 15. 15 wäre ein bisschen heftig, oder? 15 wäre zu heftig. Ich glaube, es war 10. Ich meine, es wäre 10. Oh, zweiter Stock hat er ja gerade gesagt. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Ich möchte in die zweite Etage, bitte. Ding Dong, da sind wir. Hallöchen. Herr Platan, kann ich Ihnen helfen? Hi. Endlich treffen wir uns. Oh, wunderbar, mit einem epischen Theme, was ihr spielt. Fein, fein, dann komm doch bitte mal mit. Easy. Das ist das Theme, was für viele Leute einfach wie Professor Layton klingt. Toll, dass du den weiten Weg aus der hier gefunden hast. Schwerer Name. Hättest du dich woanders hinziehen können? Ich bin Professor Platan. Na, macht dir das Reiten zusammen mit dem Pokémon Spaß? Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein. Dann will ich doch gleich mal deinen Pokédex ansehen. So. Im Zentralbereich der Kalos-Region hast du 34 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Ja. Na bitte, gute Arbeit. Du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Hätte man jetzt hier einen vollen Pokédex gehabt, dann hätte ich echt mal gerne seine Antwort darüber gewusst. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Im Falle von SSCCA hatte ich mich bereits für das Kind von befreundeten Trainer-Veteranen entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rihon, Yoki, Primula und ihre Tochter nach SSCA gezogen sind. Und du kennst die Kalos-Region noch nicht. Außerdem hatte ich eine Affäre mit deiner Mutter. Habe ich das laut gesagt? Mir war sofort klar, dass du die ideale Kandidatin für dieses Unterfangen bist, meine ich. Hallo Professor, ich bin Sanna. Na, ihr zwei Deppen, da wären wir, entschuldigt die Verspätung. Fein, fein, dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Dir wird die besondere Ehre zuteil, gegen mich, Professor Flatta-Plapa-Plapla-Lalala-Ta, zu kämpfen. Okay, das heißt, wir haben natürlich noch einen Encounter. Geschenkte Pokémon dürfen ja behalten werden, müssen aber gegen ein Ei ausgetauscht werden. Ihr erinnert euch an die Regel. Das heißt, wir nehmen gleich einen Starter und der wird dann gegen ein weiteres Ei ausgetauscht. Das heißt, theoretisch hätten wir sogar 6 Encounter frei. So, verehrtester Professor. Wieder Same ist der Lied, sehr schön. Ideal, man könnte fast meinen, ich hätte das vermutet. So, dann machen wir mal mit dem Feuerzahn auf die 12 ballern. Oh, ja, das macht gar nicht so wenig Schaden. Ah, das reicht nicht aus. Okay, schade. Egal, ein Crit sollte auch nicht ausreichen. Außer jetzt kommt... Oh, jetzt bin ich schneller. Ja, mutiges Wesen war es ja, glaube ich, nur auf Yama. Da war doch was. Auf jeden Fall sollte das... Das reicht nicht für ein Level-Up. Krass. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Und dann Shiggy. Wario? So, ich weiß jetzt nicht, was Shiggy da groß machen möchte, außer halt Tackle, ja. Und das macht auch gar nicht mal so viel Schaden. Ideal für uns. Knuddler.
auf die Nase. Das macht leider so gut wie gar keinen Schaden. Ich muss jetzt nicht auf Schmarotzer mehr Schaden. Ich kann das, wie gesagt, bei so Low-Level-Pokémon schwer einschätzen. Gucken wir doch einfach mal. So, Schmarotzer, jetzt wurde hier eh mein Angriff gesenkt. Also, kommt es wieder zugute, dass ich Sein nehmen kann. Wobei ich keine Ahnung habe, ob da... Wobei, nehmen dürfen ja eigentlich nicht. Oh, das hat schon ein bisschen mehr Schaden gemacht. Aber Schmarotzer hat auch guten Damage verursacht. Wario ist echt schnell, muss man so sagen. Ne? Wir haben auch ein Inne-Plus-Wesen, glaube ich, drauf. War es nicht froh? Waren irgendwie fast alle unsere Pokémon waren irgendwie froh oder scheu? Yay, Level 11 für Hundester! Oh mein Gott, Wahnsinn! Dann wechseln wir jetzt auch in Lumanda unser Krebskorps rein. Stop! Hammer Time! Okay, let's go! Show your worst! Kratzer, der macht zum Glück nicht allzu viel Schaden. Jetzt mache ich hier eine wunderschöne Anpassungswasserdüse. Damage! One-Hit, habe ich gehört. Jawohl, One-Hit, sag ich doch. Das ist echt stark. Das ist echt stark. Wunderschön. Und Level 11 erreichen wir damit auch noch. So. Wario mit ein paar Erfahrungspunkten. Professor Platan denkt sich so, das war wohl nichts. Klasse Leistung aber. Ja, klasse Leistung. Die Geste, die Winning-Geste. Immer wieder herrlich. Vor allem, wenn man gegen Team Flair kämpft. Alles klar, jetzt konnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Ein Bild von dem, was Queen kann. Sie ist ein sehr interessanter Trainer. Sie könnte irgendwann vielleicht sogar Redeleiter oder sogar Top 4 werden. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf eurer Reise begleiten wird. Ja, kannst du erst jetzt aussuchen. Ja, was für ein Pokémon nehmen wir denn mal? Wir nehmen Glumanda, es wird sofort weggegeben. Tschüss Glumanda, war nett mit dir. In anderen Worten, ich werde das Glumanda einfach freilassen. Ah, da hast du ja so Glumanda ausgesucht. Warum auch nicht? Fein, fein. Das Team ist voll. Weder ein Pokémon... Nein? Gar keins. Da kommt wieder, der Box. Haben wir jetzt Glumanda gar nicht bekommen? Oder ist es jetzt auf der Box? Das muss ich gleich mal direkt mal überprüfen. So, ihr zwei, ihr sucht euch jetzt auch jeder ein Pokémon aus, aber nicht streiten. Oh, keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile, lasst ihr ruhig Zeit. Tja, wenn die beide was aussuchen können, dann ist es wohl nicht viel mit aussuchen, weil der Letzte darf nichts mehr aussuchen. Der ist nämlich nur noch eins übrig. Wie dem auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch eintrudelt. Ach ja. Hallo, Professor Platan. Na sowas, ihr seid ja schon alle hier. Habe ich es nicht gesagt? Fein, fein, damit wären dann alle anwesend. Ich hätte jetzt auch ein paar Ratschläge, die ich euch mit auf die Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit den Pokémon habt. Guck mal, da hinten ist sogar ein Evo-Serp und ein Serpifeu. Der hat wahrscheinlich auch die Armfrage studiert, die überhaupt nicht tausendmal in den Kommentaren schon stand. Keck Boys. Versucht dabei stets, die besten Trainer zu sein, die du sein könnt. Die Mega-Entwicklung, eine neue Form der Entwicklung, stellt das größte Mysterium der Kalos-Region dar. Lüftet ihr Geheimnis. Ich weiß schon, wie es geht. Stein anlegen, drücken, fertig. Ich hoffe, der Mega-Stein, den ich euch überreicht habe, wird euch die richtige Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklung können Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt annehmen. Mega-Entwicklung, schön und gut. Aber was eigentlich mit dem Pokédex? Trovato, wenn du deinen vollständigen Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolge dieses Ziel mit aller Kraft. Es sagt wahrscheinlich einfach zu hart, um Trainer zu sein. Also, ich finde die Sache mit der Mega-Entwicklung total geil. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann dürfte Vanitea die beste Anlaufstelle für dich sein. Die Stadt hat eine lange Geschichte. Vielleicht findest du dort ja einige Anhaltspunkte, noch etwas. Wenn du die Region bereist, um eure Pokédex zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Auffassungen und Ideen teilen wie ihr. Seid offen für andere Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Eure Aufgeschlossenheit wird euch eine ganz neue Welt öffnen. Okay. Dankeschön. danke für diesen Dialog. So. Gut, jetzt gehen wir runter. Ach, wir müssen jetzt noch weiter quatschen. Ne? Kommt jetzt noch Lysander? Nee. Im Englischen heißt er, glaube ich, Lysander. Im Deutschen heißt er... Wie heißt der nochmal? Ich hab's vergessen. Irgendwas mit F, oder? Flordelis. Ja, Flordelis war's. Ich werde sie also schon bald treffen. Ja. Die Kinder, die der Professor ausgewählt hat, welches Potenzial sie wohl in sich bergen. Darf ich vorstellen? Das ist Quinn. Sei doch mal so gut und komm bitte kurz rüber. Du musst also einen Pokédex vom Professor halten. Das ist einfach wunderbar. Du bist wirklich auserwählt. Mein Name ist Flordelis. Es ist mein Bestreben, möglichst viel über die Pokémon zu lernen, um den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen. Wenn jemand sowas dem Pokémon sagt,
offenbare ich damit eigentlich schon, dass ich abgrundtief bösartig bin. Aber niemand weiß es bisher. Ich konnte viel von Professor Platan lernen. Oh, du hast ein Hololog bei dir. Wissen ist Macht, hörst du? Mach ihn dir also zunutze. Hör mir gut zu, diese Welt muss besser werden. Und ich fange wieder an, wie der übelste Villain zu reden. Aber keiner weiß es bisher. Alle auserwählten Menschen und Pokémon müssen unermüdlich arbeiten, damit die Welt ein schönerer Ort wird. Ich bin übrigens böse, habe ich das schon erwähnt. Nun gut, ich muss dabei los. Richte Professor Platan bitte meine Grüße aus. Niemand weiß, dass ich böse bin. Ich strebe nach einer besseren Welt, nach einer Welt der Schönheit. Was für ein netter, freundlicher Mann! Ich frage mich, was für eine Welt von denen es mit dieser Welt der Schönheit genau meint. Es gibt so viele verschiedene Pokémon in der Carlos-Region. Ich hoffe, der Pokédex hilft dir dabei, mehr über sie alle in Erfahrung zu bringen. Was? Ja, genau. Okay. Wo ist der Friseur? Oh, Freunde. Top 4Q! Es gibt einen Ort, den ich unbedingt aufsuchen möchte. Also bis bald. Hau rein. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich warte im Café Soleil auf... Soleil? Wow, auf dich, Nachbarin. Muss das denn sein? Was Kalle wohl auf dem Herzen hat? Keine Ahnung, scheint aber ein großes Geheimnis zu sein. Bin zwar neugierig, aber wir sollten uns da besser raushalten. Ja komm, jetzt hier labert man nicht so viel, ne? Wir haben zu tun. Dankeschön. So, ich möchte jetzt zuallererst aufgehalten werden, weil ich meine, jetzt hört mal auf zu labern hier. Ja, ganz schön. Okay, danke. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, wir gehen mal ganz kurz zum Pokémon Center, aber ich möchte tatsächlich eine Sache überprüfen. Haben wir jetzt Glumanda echt nicht bekommen? Hat er das jetzt echt dagelassen? Er ist jetzt echt dagelassen. Warte, wieso? Ganz ehrlich, Leute. Es war doch in der ersten Gen so, oder in der zweiten, in einem von meinen, ich glaube, es war in der ersten Gen sogar, dass die Pokémon direkt auf dem PC übertragen werden, weil man keinen Platz im Team hat. Warum ist das nicht mehr so? Das ist der übelste Rückschritt. Das regt mich total auf. Meine Güte. So schwer kann das doch nicht sein. Guck mal, die sind sogar alle schon vorgebrütet, Leute. Ihr seid die Besten. Sind eigentlich alle schon vorgebrütet. Nein, nicht alle. Außer hier sind zwei noch nicht vorgebrütete. Drei nicht vorgebrütete, aber wie gesagt, ist ja auch keine Pflicht. So, ich schaffe jetzt mal ganz kurz Platz im Team, alle außer Jeff. Ich werde unten den Rahmen trotzdem mal nicht aktualisieren. Aus dem ganz einfachen Grund. Oh, jetzt habe ich... Doch, ich habe sie in der richtigen Reihenfolge reingepackt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich die Eier nur eben ausbrüten möchte. Damit wir zusammenschauen können, was wir denn alles so Nettes bekommen. Das heißt, es wird wieder ein brutfreudiger Part. Also viel gekämpft wird jetzt hier wahrscheinlich nicht. Muss sowieso noch den Friseur rufen. Ja, Sanna steht da vorne, aber mit ihr will ich gerade nichts zu tun haben. Da ist der Friseursalon. Perfekt, auf geht's. Hab ich ihn gefunden. Hallöchen. Willkommen! Ja, wo noch steht hier der Sinn? Ich sollte eigentlich beides machen, aber ich glaube tatsächlich, dass es die Zopffrisur, die mir vorgeschlagen wurde, noch nicht gibt. 2000 ist ganz schön teuer, aber ja, ist okay. Ist okay. Ja, welche Farbe soll es denn sein? Dunkler als jetzt. Ja, dunkler als jetzt, ne? Schwarz! Passt am ehesten noch. Dummdi-dumm. Quatschen mir erstmal zu, die Dame. Yay! So, jetzt müssen wir uns nur noch einen Zopf irgendwie an der Seite runter brezeln lassen. Perfekt. Dankeschön. Und schon bin ich Quinn einen großen Schritt näher gekommen, Leute. So, man danket vielmals. Okay, Kalem. Du Sack. Du wolltest mit mir reden, habe ich gehört. Stehst direkt nebenan. Hi. Was geht ab, Mann? Hast du einen Moment Zeit? Also, wenn du auf ein Date möchtest, dann kannst du auch einfach fragen, Kollege. Und ich werde mit Freude Nein sagen. Hey, da ist wieder der nette Mann von vorhin. Sag mal, Nachbarin, sind das nicht Flordelis und... Moment mal, ist es etwa Dianta? Flordelis ist der Leiter des Labors, in dem der Hololock entwickelt wurde. Und Dianta kennst du bestimmt selbst, oder? Du weißt schon, dass diese super beliebte Schauspielerin, von der die Welt redet. Was führt diese beiden wohl zusammen? Wie du dieses junge Mädchen in der Debütrolle gespielt hast, war einfach wunderbar. Hörst du mein Theme, was hier gerade läuft? Das sagt nur eins. Ich bin nicht böse. Naja, eigentlich schon. Würdest du nicht am liebsten ewig solche junge Charaktere spielen? Ich finde diese Frage irgendwie seltsam. Schön, das doch nicht ausschließlich mit Jugend gleichzusetzen. Alles verändert sich mit der Zeit. Wenn ich irgendwann eine alte Dame bin, werde ich mit Freuden altersgemäße Rollen spielen.
Aber siehst du es denn nicht, als deine Pflicht als Schauspielerin dann auf ewig schön zu sein? Ich bin übrigens nicht böse. Wenn es nach mir ginge, würde ich die Welt auf der Stelle ein Ende setzen. All die Schönheit dieser Welt würde somit ewig währen. Ich ertrage es einfach nicht, wie die Welt nach und nach immer hässlicher wird. Oh, hallo Quinn. Erinnerst du dich noch daran? Ich bin böse, aber keiner weiß es bisher. Das ist Dianta, eine der besten Schauspielerinnen von ganz Carlos. Mit ihrem bezaubernden Spiel berührt und rührt sie die Leute gleichermaßen. Mit anderen Worten, sie hat ihr Leben ganz der Freude anderer verschrieben. Wäre doch nur jeder so selbstlos wie sie, die Welt wäre gleich viel schöner. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss meinen bösen Plänen nachgehen. Denn bisher weiß keiner, dass ich welche hege. Tschüss. Ich kann mich nur wiederholen. Was ein netter Mann. Und wer seid ihr? Ich heiße Kalem, sehr erfreut. Und naja, das ist Quinn, nicht wahr? Ich habe gehört, wie ihr euch vorhin begrüßt habt. Ihr habt beide sehr schöne Namen. Wie jetzt das gehört habt, war das nicht draußen? Egal. Und eure Pokémon sind auch reizend. Ich habe Pokémon, ich habe auch Pokémon, die ich trainiere. Wir sollten unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Ja, vielleicht so später, am Ende des Spiels vielleicht. Hint, hint. Stimmt. Da wir beide Pokémon-Trainer sind, könnten wir tatsächlich mal miteinander kämpfen. Nicht jetzt! Ach ja, da fällt mir etwas ein. Ich wollte dir etwas sagen, Nachbarin! Wollen wir nicht eine Art Wettstreit daraus machen, wer von uns beiden letztlich stärker sein wird? Zu deinem Wohl, nee. Ich werde mal Top 4, du nicht. Du bist zwar gerade erst nach Assisia gekommen und hast deine Reise angetreten, aber wir sind schließlich Nachbarn. Da dürfte so ein wenig Konkurrenz die Sache doch spannender machen. Ich werde zwar so oder so dich verlieren, aber trotzdem. Meint der so, Leute? Der hat eine Chance! Okay, ich werde jetzt ein bisschen im Kreise fahren. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen schneller unterwegs und, warte mal, er ist von Dust, hat Feuerfänger gehabt, ja genau. Ich mache einen Schnitt und wir brüten Jaja aus, bis gleich. Und da ist auch schon das erste ausgebrütet. Habe ich jetzt überhaupt einen Schnitt gemacht? Weiß nicht, das ging so schnell. Okay, mal gucken. Ah, ich weiß jetzt wieder nicht, welches das Pokémon ist, was da schlüpft, ne? Das ist ein bisschen Fail von mir gewesen mal wieder. Aber da kann ich doch schließen, das wird bestimmt Brezel sein. Ich nehme jetzt einfach mal stark an, dass das Brezel ist, Leute. Möchtest du mir einen Spitznamen geben? Ja. Eigentlich sollte ich die Eier am besten nach und nach ausbrüten, tatsächlich, damit mir das nicht wieder passiert. Ich meine, in der nächsten Stadt ist der Namensbewerter, also halb so wild. Brezel! Yay! Brezel, also, nehme ich mal an jedenfalls. Und das Pokémon wurde gesponsert von Merle. An zweiter Stelle? Jawohl, an zweiter Stelle. Gucken wir uns an. Wobei, nein, wir gucken zum Schluss an. Oh, ich hab gerade schon Zuchtattacken gesehen, beziehungsweise TMs. Wo ist das Pokémon Center? Da. Okay, jetzt schlüpft schon das nächste aus. Hoffentlich kann ich mir am Namen irgendwie herleiten, was es ist. Ihr habt schon gesagt, Blume ist wahrscheinlich ein Skunkapu. Und, tatsächlich, wegen Bambi, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ein Absol. Episch, Leute. Absol schlüpft aus dem Ei. Tja, nur leider kann ich mir nicht wirklich herleiten, welches dieser Namen Absol sein könnte. Müssen wir dann beim nächsten Mal gucken. Ich schau mal eben nach. Das Pokémon war Blaze von Kelios. Blaze mit Kelios also, alles klar. Ein weiteres Ei. Bitte, möchtest du schlüpfen? Dum-di-dum-di-dum. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich, pack dir jetzt die extra Auszug raus, sonst ist das hier, dauert das einfach alles zu lange. Wir werden beim nächsten, wenn wir in der Stadt ankommen, einfach alles umbenennen, das ist ja das geringste Problem. Aber bei der nächsten Challenge dieser Art werde ich auf jeden Fall daran denken, dass ich dann vielleicht nicht mehr als ein Ei gleichzeitig mitnehme. Vielleicht soll ich auch einfach wieder einen Schnitt machen, weil das scheint noch ein bisschen länger zu dauern hier. Also bis gleich. Und da brütet das nächste Ei. Wie viel sind es jetzt noch? Zwei, ne? Ne, drei. Drei, Leute. Und zwar ist das ein Zurukex erneut, aber ist es vielleicht Snuggy? Ich kann mir vorstellen, dass das Snuggy ist. Das würde irgendwie passen, glaube ich. Also es klingt so, als würde es passen, keine Ahnung, aber ich lasse es lieber mal. Nachher versaue ich's. Das war tatsächlich Snuggy von Lucy gesponsert. Das heißt, es fehlt noch Ugot von Flo und Kronos von Stephanie. Kronos von Stephanie, das klingt irgendwie wie so ein Name. Ein altertümlicher. Okay, Schnitt. Und das nächste Ei schlüpft. Wer wird es sein? Ugot oder Kronos? Werde ich es mir überhaupt herleiten können? Höchstwahrscheinlich nicht. Es ist
Nee, Blume, Quatsch. Genau, das ist bestimmt Blume. Skunkapu schlüpft aus dem Ei. Und ich bin mir fast sicher, dass das Blume ist. Bin ich jetzt voll durcheinander gekommen oder fehlen jetzt echt noch zwei? Ich glaube, ich hab's irgendwie verkackt gerade. Warte mal. Also ich nenne das jetzt einfach mal Blume, weil ich fast schon vermute, dass das Skunkapu sein wird. So, Blume! Mit dem stinkt hier halt aus Bambi, wie ich schon gesagt habe. So, warte mal, jetzt habe ich irgendwie... Achso, Kronos ist ja längst... Das ist Kronos? Oh, dann habe ich... Dann habe ich meine Vermutung alles für hintern, Leute. Oder habe ich es jetzt verkackt? Habe ich es irgendwie falsch ins Team gepackt? Es wäre halt so passend, aber ich habe mich jetzt... Dann ist das hier Blume und das hier Kronos. Jedenfalls ist Urgot das Letzte, was noch fehlt. Und das prüfen wir jetzt auch. Ich glaube, ich muss echt nach dem Part mal gucken, in welcher Reihenfolge ich die Eier aufgenommen habe. Vielleicht bin ich da durcheinander gekommen. Aber ich glaube eigentlich nicht. So, zur Not. Ich kann es also umbenennen. Schreibt es bitte in die Kommentare, falls ich da jetzt durcheinander gekommen bin, Leute. Falls ihr die Spender der Eier seid. Dann bitte, bitte meldet euch, falls ich irgendwo jetzt hier gerade einen Fehler gemacht habe. Aber erstmal das Letzte, beziehungsweise eigentlich das Letzte. Wir haben danach noch einen Encounter. Den können wir eigentlich auch noch ausbrüten. Aber erstmal ein Schnitt. Doch nicht. Denn da schlüpft es schon direkt. Und das ist dann Urgot. So, was ist Urgot? Von Flo. Ein Krebskorps. Also haben wir quasi die ganze erste Charge ein weiteres Mal bekommen. Ich behalte die jetzt alle. Ich meine, ich könnte die alle ablehnen. Das habe ich ja schon gesagt. Aber wir lassen das trotzdem einfach so. Weil... Weiß nicht, wäre irgendwie fies. Wir sind ja noch am Anfang, also passt das schon. Immerhin haben wir mit Absol auch ein neues Pokémon bekommen. So, dann nehmen wir jetzt noch... ich bin so dumm. Ich weiß, warum ich durcheinander gekommen bin, Leute. Ich habe hier rechts ja meine Liste offen, da stehen 6 Pokémon. Aber ich hatte natürlich nur 5 Eier dabei gerade. Das heißt, alles richtig. Das hier ist Kronos. Das ist Blume. Ja, nee, alles richtig, Leute, alles richtig. Okay. Ah, ich war verwirrt, weil Blaze haben wir gar nicht ausge... Dann war das nicht Blaze von Kelios, Entschuldigung. Dann, lass es mich richtig stellen. Wir haben Urgot von Flo. Dann haben wir Brezel bekommen von Merle. Haben wir Snuggy von Lucy. Blume von Janina. Und wir haben Kronos von Stefanie. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, was mich verwirrt hat. So, okay. Alles cool, Leute. Hat alles seine Richtigkeit. Alles in Ordnung. Das heißt, wir brüten aber jetzt für unseren Glumanda-Encounter, für unser quasi geschenktes Glumanda, noch eben Blaze aus. Und das ist von Kelios. Alles hat seine Richtigkeit. Und ich dachte schon, ich muss hier völlig am Rad drehen, Leute. Also, auf jeden Fall haben wir da wieder 2 ganz neue Pokémon bekommen. So, und das Stück wäre... Mich würde es nicht mal wundern, wenn das ein Hunduster ist, wegen Blaze. Klingt nach Feuer irgendwie. Also Leute, noch ein letzter Schnitt. Dann haben wir einige neue Pokémon bekommen in diesem Part. Okay, das hat... Also es war ja die ganze Zeit auf... es ist schon was zu hören, es wird bald schlüpfen. Und es hat ultra lange gedauert. Das ist trotzdem bestimmt noch mal 3 Minuten rumgelaufen. Mich würde es nicht mal wundern, wenn das jetzt ein... Ja, Vorstufe von Trikefalo wäre, ne? Also, wegen den Eisschritten alleine. Nein, das ist auch ein Zuru-Keks. Krass, okay. Dann haben wir jetzt einfach dreimal Zuru-Keks. Blaze von Kelios. So, und da wissen wir hundertprozentig, dass das Blaze ist. So, das heißt mit anderen Worten, wir schauen uns unsere potenziellen Neuzugänge einfach mal auf dem PC an. Bisher führt auf jeden Fall Zuru-Keks. So, aber es gibt auf jeden Fall einige andere Unlicht-Pokémon, die bisher nicht bekommen haben. Ich bin trotzdem froh, dass wir so eine gute Typenvielfalt haben und halt unsere Feen- und Kampfschwäche etwas abdeckt bekommen. So, dann schauen wir mal. Ich sehe es schon hier. Hier haben wir wieder Urgot mit Abschlag, Wasserdüse und Anpassung. Sehr, sehr schön und mit einem harten Wesen dieses Mal. Also haut noch ein bisschen mehr rein, ist dafür ein bisschen langsamer. Dann haben wir hier, ein hartes Pioscura namens Brezel mit Giftstreich, Nachthieb, Eisenschweif und Agilität. Das ist ziemlich stark. Damit können wir auf jeden Fall einiges anfangen. Vor allem hier Feenarena Incoming, ich sag's ja. Wird hier potenziell ein Starplayer. Und hat auch noch Kampfpanzer, einer der besten Nuzlocke-Fähigkeiten. Never crit again. Upsala. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Haben wir...
Das Zurukex namens Snuggy mit einem harten Wesen haut also auch in Hochmut und hat auch richtig geile Attacken. Einfach Mogelhieb, Ableithieb, Eishieb und Drachentanz. Richtig schnieke, Leute. Dann haben wir Blume mit Kratzer und Mild. Und den Finalschlag, der hoffentlich niemals zum Einsatz kommen wird. Ansonsten weine ich bittere Tränen, weil dafür muss der Pokémon besiegt werden. Dann haben wir Absol bzw. Kronos mit einem sachten Wesen, Verhöhnerkratzer, Offenlegung und Finte. Alle Pokémon starten einfach mit Finte. Das ist. Warum nicht, ne? Und dann haben wir noch Blaze, auch mit einer besonderen Attacke drauf. Hartes Wesen, Hochmut, ist ja sehr beliebt scheinbar auf Zurukex, aber passt ja auch, ne? Ist effektiv und mit Zen-Kopfstoß auch eine sehr, sehr coole Attacke dabei. Ja, das sind unsere Neuzugänge, liebe Leute. So, aber jetzt nehme ich erstmal wieder mein altes Team mit. Ich wollte jetzt gerade hier nur ein paar Pokémon ausbrüten. So, Moment. So, perfekt sortiert. Okay, wir haben jetzt in Luna City erstmal alles gemacht. Viel, viel geredet. Wir haben den Bösen, niemand weiß, dass der Böse ist, Flordelis kennengelernt. Das könnten wir jetzt eigentlich wieder hier so hinstellen. Ne? Komm, ich beende den Part jetzt wieder hier so. Aber dieses Mal haben wir schwarze Haare. Das heißt, ihr könnt quasi das Ende vom letzten Part und diesen nehmen und ihn ständig so nebeneinander halten und euch dann freuen. Das werde ich jetzt auch machen. Leute, bis dahin. Ciao, ciao.